Beschreiben Sie es mir. Jetzt? Was Sie da sehen, beschreiben Sie es mir. Naja, ich sehe die Sonne untergehen, das Grün der Berge, den blauen Himmel. Nein, bitte so, als würden Sie es niederschreiben. Die Sonne fiel hinter den... Die Sonne fiel? Sie reden doch wohl in Ihrer Muttersprache, oder? Ich kann mir nicht so auf der Stelle was ausdenken. Jeremy, Worte kann jeder benutzen. Das nennt man Reden. Aber Schriftsteller ordnen sie so an, dass sie an Schönheit und Form gewinnen. Betrachten Sie Worte als Farben und Papier als die Leinwand. Ja gut, aber wenn das so einfach ist, warum malen Sie es dann nicht? Sorry, ist mir klar, dass Sie das nicht wollen. Sehr richtig. Aber falls ich es doch täte, dann würde ich vermutlich sagen, die Sonne ging unter. Ganz sanft. Und entzündete den Himmel in feurigen Tönen von Rot und Orange. In der Ferne rollten dunkle Wolken über den Horizont und ritten mit den Sommerwinden. Schon bald weicht jetzt der Tag der Nacht. Und zu uns kommt die Stille, die sich über alles legen wird.